Okay, dann würde ich mal sagen, wenn wir zuerst den Datensatz in unser Programm laden. Und ja, das erste, was wir machen, ist, wir erstellen ein neues Skript. Hier ist es, das nennen wir mal. Speichern wir das denn im Schreibtisch? Vertical Jump. Nennen wir das mal. So, zunächst, bevor wir anfangen zu programmieren, schauen wir uns den Datensatz mal etwas genauer an. Doppelklick da drauf, ergibt uns diese Einträge hier. Ganz interessant, was sehen wir hier? Wir sehen hier ein zweidimensionales Array mit 10.000 Zeilen und 14 Spalten. Und das Erste, was auffällt, diese erste Spalte hier ist nicht so wie die anderen 13 Spalten. Und zwar sehen wir hier, das geht gleichmäßig von 0,002 zu 0,003, 0,004 über. Das sind die einzelnen Millisekunden. Und zwar haben wir hier einen Ausschnitt von 10 Sekunden. Davon haben wir 10.000 Samples. Das heißt, es wurde mit einer Aufnahmefrequenz von 1000 Hertz gemessen. Wenn wir also die Anzahl der Samples durch 1000 Hertz rechnen, bekommen wir eben die Zeitlänge, die gemessen wurde, das sind 10 Sekunden. Und die restlichen 13 Spalten, das sind die Probanden. Also es wurden noch 13 weitere Probanden gemessen. Wir schauen uns im Rahmen dieses Tutorials mal die vierte Spalte an. Und natürlich können wir die auch grafisch plotten. Das machen wir mal mit dem Plot-Befehl. Und zwar sagen wir, wir möchten von Data als x-Wert die erste Spalte. Also nehmen wir alle Werte der ersten Spalte. Und als y-Wert möchten wir ebenfalls von Data alle Werte der vierten Spalte. Wir geben Enter ein und erhalten folgende Figure. Das hier ist der Kraftverlauf, der von der Kraftmessplatte gemessen wurde. Zu sehen ist, dass der Proband viermal abgesprungen ist. Anfangs misst die Kraftmessplatte noch 0 Newton, dann stellt sich der Proband da drauf und wir erreichen Werte knapp unter 1000 Newton. Diese ungefähren 800 Newton setzen sich zusammen aus der Masse des Probanden und aus der Gravitationskonstante g, welche gleich 9,81 Meter pro Sekunde beträgt. Woran erkennen wir jetzt eigentlich, dass der Proband viermal abgesprungen ist? Naja, das erkennen wir an den Stellen, wo 0 Newton gemessen wurden an der Kraftmessplatte. Und zwar, die 0 Newton wurden gemessen, weil der Proband zu der Zeit in der Luft war. Vor dem ersten Sprung sehen wir, dass die Kurve nach unten geht und dann schnell wieder nach oben geht. Das ist so, weil der Proband ja vorher noch ausholen muss, bevor er den ersten Sprung macht. Was fällt uns noch auf? Wir sehen, dass die Zeitachse von 0 bis 10 geht. Das heißt, eine Messung dauerte 10 Sekunden. Und die Sprünge hier finden innerhalb des Zeitintervalls 4 bis 8 statt. Also von der 4. bis zur 8. Sekunde haben wir 4 Sprünge. Dann lasst uns mal dieses Zeitintervall definieren, beziehungsweise festlegen. Die Grafik können wir schließen. Wir gehen zurück in unseren Editor und legen ein Selection Window an, welches von der 4. bis zur 8. Sekunde geht. Dann brauchen wir noch eine Zeitvariable für die x-Achse. Wir wählen aus dem Datensatz die erste Spalte. Diesen Vektor transponieren wir. Anschließend rechnen wir minus 4, damit wir Werte von 0 bis 4 haben und nicht von 4 bis 8, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher ist. Und ja, dann speichern wir unsere Kraftdaten in der Variablen fy. Das ist Data. Wir nehmen wieder unser Selection Window. Und die vierte Spalte, sprich den vierten Probanden. Selection Window ist ja die 4001. Zeile bis zur 8000. Zeile. Natürlich sind wir ordentliche Studenten und kommentieren das Ganze auch aus. Zeitfenster auswählen. Okay, im nächsten Schritt wollen wir die Kraftdaten, die wir jetzt in fy gespeichert haben, anzeigen. Das machen wir so. Wir werden erstmal den Font generieren, die Fontgröße. Dann generieren wir einen Subplot, damit wir in einem Fenster mehrere Plots anzeigen können. 1, 2, 1 sei der Wert.
Die ersten Werte 1, 2 sagen aus, wir haben ein M mal N Array. Wir haben also in einem Fenster eine Zeile mit zwei Spalten. Und der dritte Wert 1 sagt, dass wir einfach von diesem Fenster den ersten Plot nehmen. Also sprich in der ersten Zeile die erste Spalte. Okay, gehen wir dann mal weiter. Wir benutzen den Set-Befehl, da geben wir eine GCA, das steht für Get Current Axis. Damit können wir die gegenwärtigen Koordinatenachsen auswählen. Und dann können wir ganz gemütlich die Fontgröße einstellen. Den Wert haben wir schon auf 14 vordefiniert und in unserer Variablen FS abgespeichert. Jetzt wird das Ganze geplottet, und zwar die X-Achse mit dem Wert T gegen die Y-Achse. Da setzen wir die Kraft FY ein. Und damit der Kurvenverlauf nicht so dünn ist, setzen wir die Liniendicke auf den Wert 2. Jetzt beschriften wir noch schnell die X- und die Y-Achse. Und setzen noch ein SHG drunter. Das steht für Show Graph und dies sorgt dafür, dass das Fenster in den Vordergrund rückt. Und wenn uns jetzt keine Flüchtigkeitsfehler unterlaufen sind, dann dürften wir folgenden Subplot erhalten. Jawohl, links ist noch einmal die Kraftkurve aufgetragen, die wir vorhin schon gesehen haben, allerdings ein bisschen ordentlicher, da hier ein bestimmtes Zeitfenster ausgeschnitten wurde, nämlich von der 4. bis zur 8. Sekunde. Und im nächsten Teil zeige ich euch dann, wie wir aus diesen Kraftkurven einen Beschleunigungsverlauf erhalten. Macht's gut!